Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir retten erstmal hier unsere Mudokons. Wir sind wieder ein bisschen zu nah herangelaufen. Drei weitere gerettet. Ich weiß gar nicht, warum das Gesicht da unten links so rot ist. Wir haben dieser kleine Balken, wir einfach zu wenig gerettet haben. Wir haben halt zwei verloren. Ja, tut mir leid. Man kann halt nicht alle retten. Mit Verlust ist zu rechnen, so ist das nun mal. Jetzt ist die Frage, geht's hier unten weiter oder geht's da... Oha! Ui! Es geht oben weiter und wir haben hier ein Geheimareal. Allerdings kommen wir hier nicht wirklich weiter. Nein! Sollst zuhauen. Ja. Nein. Komm schon. Jetzt aber. Zumindest ein weiterer. Weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier unten nicht weiter. Aber eventuell geht es dann nachher hier drüben an der Leiter weiter. An der Leiter weiter geht es. Und wir können da noch rüberspringen. So, ich hoffe mal, die können gut klettern. Kommst du? Ja. Dann retten wir den gleich mit. Na. Und dann haben wir doch schon 19 Stück gerettet. Muss er sich bloß mal noch ein bisschen beeilen? Hallo? Wo bleibst du? Da ist er. So, nochmal hier rein. Komm, schwuppdiwupps. Jawohl. Es geht ganz schön tief in den Abgrund. Aber jetzt hier nach links zu springen, um irgendwo da drüben drauf zu kommen, nee, brauchen wir auch gar nicht. Okay. Aber hier können wir es mal probieren. Wusste ich es doch. Aber wir schauen nochmal ganz kurz unten lang. Ah, sehr gut. Noch ein Gelee Royal. Hier oben müssen wir nicht weiter. Passt. Bin mal gespannt, wie lange das Level noch geht. Wir wieder kurz vor Levelschluss aufgehört haben. Wohl, wenn ich die Zahl der Mudokons sehe, müsste es eigentlich noch ein paar Minütchen weitergehen. Was können wir hier? Aufzug? Na, oben geht's nicht mehr, also weiter nach unten. Ach, wenn ich die Gondeln schon wieder sehe, kriege ich Angst. Sollen wir nach ganz unten oder sollen wir hier rüber springen? Wenn wir immer noch weitermacht, obwohl nichts passiert. Aber ich kann hier nicht abbrechen vorher. Huch. Nee, also sollen wir wahrscheinlich nicht darüber. Muss da auch irgendwann mal Muskelkater haben, ne? Wir schauen nochmal nach links. Bitte. Ja, danke. Was ist das für ein rotes Licht? Gute Frage. Eine Sonnenreflexion sieht es nicht aus. Und der nächste Checkpoint. So, da oben haben wir wieder eine Shell-Werbung. Hier liegen ein paar abgestürzte Gondeln rum. Das schafft doch Vertrauen, wenn wir das nächste Mal damit fahren müssen. Aber sieht doch fast aus wie ein Levelende hier. Oh oh. Und tatsächlich, wir haben wieder kurz vor Ende Schluss gemacht. Benötigte Zeit 1:07. War schon allerhand. Wir haben bloß 19 Mudokons gerettet. Ich frag mich ganz ehrlich, was ich hier andauernd übersehe. Ob ich wirklich so viel übersehe, aber auch alles andere kriegen wir nicht mal annähernd voll. Also bis auf Anführer, Betrachter, Zerstörer, aber Entdecker, Retter, verborgene Hilfe. Da fehlt echt noch eine ganze Menge, ne? Naja, was möchte man machen? Wir wollen ja auch Spaß haben und hier nicht in einer Mission 10 Folgen haben, weil wir überall nochmal rumsuchen. Ich gebe mein Bestes und was halt liegen bleibt, bleibt liegen. Wir machen uns weiter zum nächsten Level. Ich schneide bloß mal kurz die Ladezeit raus. Bis gleich.
Infiltriere den Bahnhof. Endlich ein Zug, den du kapern kannst. Das Einzige, was dir noch im Weg steht, ist eine schwer bewachte Anlage voller Slicks, die heute unbedingt etwas töten wollen. Hinweis, manchmal bietet es sich an, sich vorbeizuschleichen, statt sich der Gefahr zu stellen. Wenn uns das Spiel das schon als Hinweis gibt, machen wir das natürlich auch. Das ist wieder dieselbe Meldung. Wir gucken mal, es sieht schon mal ein bisschen friedlicher aus, ein paar Vögelchen zwitschern. Es ist anscheinend Herbst, die Blätter verlieren die Bäume, genau. Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist doch gerade ein bisschen zu ruhig hier. Ich würde nochmal ganz kurz gucken, das sah fast so aus, als wäre hier noch eine Höhle. Nee. Pet Station. Einige dieser altertümlichen Sockel haben die Industrialisierung dieser Gegend überstanden. Wenn ein Mudokon mit spirituellen Kräften seine Hand darauf legt, vibrieren sie auf seltsame Weise und teilen ihre uralte Weisheit mit ihm. Okay. Hier hängen ein paar Schädel rum, kein gutes Zeichen. Ich würde erstmal unten lang gehen. Kommt hier was? Nö. Kommt hier was? Auch nicht. Ja. Was mal interessant wäre, wir haben gar nichts im Rucksack, schade. Aber da können wir ja nichts mitmachen. Ja. Entschuldigung, ich wollte bloß mal gucken, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt. Wir haben ja hier gerade irgendeinen Tipp bekommen mit Hand drauflegen. Natürlich sah das jetzt nicht so aus wie das, was drin stand, aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Wir haben halt leider nichts zum Werfen. Ich weiß nicht, ob man das mit Wasser oder Bräuflaschen aktivieren kann. Aber ich habe auch schon wieder stark das Gefühl, wenn wir jetzt hier lang laufen, dass wir nie wieder zurückkommen. Das ist schon wieder alles ein bisschen merkwürdig. Lasst mich nochmal ganz, ganz kurz diesen Hinweis lesen. Tut mir leid, dass ich nochmal so weit zurück muss. Aber auf Steine sollten wir das legen, oder was stand da? Wenn ein Mudokon mit spirituellen Kräften, einige dieser altertümlichen Sockel. Aber hier ist ja nichts, was wir anfassen könnten. Dann brauchen wir aber auch ehrlich gesagt eigentlich nicht nochmal unbedingt hier unten. Moment, da oben ist was. Mal gucken, ob wir es chanten können. Können wir nicht. Aber rankommen tue ich auf jeden Fall auch nicht. Wir können es ja mal probieren mit Sprinten. Oh doch. Ja, und es gibt Steine. Ah, alles klar. Rätsel gelöst. Na gut, dass wir doch nochmal hier lang sind. Warum wirft er nicht? Muss ich die Steine erst auswählen? Wir haben nur 3 Steine gekriegt, ne? Ja. Also müssen wir nochmal hoch. Ich hoffe, da kommen noch mehr raus. Entweder nicht getroffen oder es ist alle. Jetzt haben wir getroffen. Sehr gut. Wir können doch auch aus der Hocke werfen, ne? Nochmal auswählen. Nein. Nein. Ach Mist. So, und jetzt haben wir keine mehr, ne? Okay, einmal müssen wir noch hoch. Tut mir leid. Ich dachte, er rollt sie vielleicht so ein bisschen, dass das ein Stückchen weiterkommt. Ah, alle in der Luft gefangen. Das müsste mir erstmal nachmachen. Ich hoffe nicht, wir sind zu nah dran. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, wir waren zu nah dran. Man muss es auch mal ausprobieren. Ah, ich bin wirklich schlecht, es tut mir leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sehr wahrscheinlich an mir. So, gib die Steinchen her. Auswählen. Ich finde es doof, dass man die noch auswählen muss, wenn man eh nichts anderes im Inventar hat. Hätte man das auch machen können. Dass es einfach direkt das auswählt, was man im Inventar hat. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist wieder zu kurz. Jetzt sind wir wieder fast zu nah dran. Es ging gerade noch so.
Das ist irgendwie schon wieder zu nah. Na. Nee, das ist mir nichts. Das ist zu nah. Jetzt. Wie habe ich schon... Ich habe schon wieder keine Steine mehr. Ich hoffe, das lohnt sich hier. Eine halbe Folge damit verschwenden, hier lang zu kommen. Wehe, hier gibt es am Ende bloß so ein Gelee Royal. Da muss ein bisschen mehr bei rumspringen. Jetzt haben wir's. Wehe, hier kommt noch so ein Ding. Ach, zwei hier noch. Aber wir haben noch genau zwei Steine. Das kann man schwer einschätzen, ob wir nah genug dran sind, ja. Bitte nicht zu nah. Danke. Und es gibt ein Gelee Royal. Natürlich. Das war mir eine Lehre. Ich suche nie wieder nach anderen Items hier. Aber wir haben es zumindest gemacht. Hätte überlegen können, ob man sich gleich nochmal Steine einsteckt, aber wenn wir noch welche benötigen, werden wahrscheinlich auch wieder welche in der Nähe sein. So, wir sind an der Fat Station angekommen. Direkt neben der Weight Watchers Station. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend aus. Aber es wimmelt von Slicks. Das ist ja eklig, so mit Überhang runterspringen. Ein Fernglas. Wir können gucken. Bam, Headshot. Okay, ich finde die Ferngläser irgendwie extremst unspannend. Also sie haben halt keinen Nutzen, wenn man vielleicht mit dem Fernglas dann was entdecken würde, dass dann da steht, ey, guck mal hier. Wenn du da irgendwo die Nähe hinschaust, von wegen, da ist ein Gelee Royal und markiert dir das oder ein Geheimareal oder wenn es halt irgendeinen Nutzen hätte, aber ansonsten, man sieht ja alles. Ich muss mir die Slicks nicht in nah angucken. Hallo, Kumpel. Ah, da drüben. Ich denke mal, dass es mit diesem... Wo es nicht wirklich ein Sockel ist, aber... Infiltriere die Station. Verwende Dampfzonen, um dich vor Scharfschützen zu verbergen. Okay. Dann warten wir mal ab, bis er wieder auf die andere Seite guckt. Wir haben jetzt auch unten stehen, versteckt und schleichen. Fangen sie ja gleich an zu husten. Ist doch nur Dampf und kein Rauch. Ah, hier gab es nämlich noch was. Und da können wir ihn gleich retten. Perfekt. Und haben auch noch ein zweites Gelee Royal gefunden. Dankeschön. Und der nächste Scharfschütze. Ja, ich wollte es eigentlich gerade schnell schaffen, noch in den Dampf zu kommen, bevor... Ui, na, wenn das mal nicht perfekt war, dann weiß ich auch nicht. Hier ist nichts weiter, okay. Was sind das für Dinger? Würde fast sagen, wir dürfen nicht rankommen. Aber hier direkt rüber zu springen, fände ich auch ein bisschen wahnsinnig. Lieber so. Das ist die Frage. Oben oder erstmal unten lang? Nach unten sieht man halt verdammt schwer. Und ich würde schon fast behaupten... Ah! Ja, super. Ich dachte, die Leiter geht dort weiter. Warum sind ansonsten auch die Dinger da unten? Macht ja gar keinen Sinn. Dann können wir auch direkt diesen machen. Aber er bleibt stehen. Müssen wir ihn jetzt nochmal zurückbringen? Ich glaube nicht, dass er hier hinterher... Das wird er nicht machen. Ah. Ist egal. Ich musste eh wieder zum Checkpoint zurück. Ich glaube fast, wir müssen ihn nochmal wieder zurückbringen zu dem ersten Portal. Ich würde das mal fix machen, weil er kommt nicht mit rüber. Und wenn wir ihn schon haben, möchte ich ihn auch nicht aufgeben. Kommt er mit? Ja. Dann bringen wir ihn noch schnell hier runter, dass er wenigstens auch noch gerettet ist. So, und dann machen wir da drüben halt alleine weiter. Ja. Er sieht natürlich wirklich nur
Diesen 1 Zentimeter. Warum auch nicht? Er guckt halt die ganze Zeit nur durch sein Zielfernrohr. Mal selber die Augen aufmachen, ein bisschen die Gegend erkunden. Nein, die Slicks doch nicht. Sind die viel zu dumm für. Hui. So, hier würde ich sagen, wir klettern erstmal runter. Weiß nicht, ich gucke jetzt immer trotzdem nochmal ein Stück runter, aber nee. Glaube nicht, dass es hier weitergeht. So, ich denke, wir müssen doch hier diesen Sprung machen. Oder? Wir machen diesen Sprung. Ach, es war so verdammt knapp. Wir können natürlich auch vorher rennen. Die Sache ist, der Sprung hier ist mir echt zu knapp, weil ich komme nicht oben drüber und das zwischendurch. Ganz schön mager. So war es richtig. Könnte man fast versuchen, oben drüber zu springen. Mit ein bisschen Rennen, wollen wir es mal probieren? Ja, hat geklappt. Ja, jetzt ist die Frage, kommt hier unten noch was oder nicht? Ich glaube nicht. Kann mir zwar vorstellen, dass da unten noch irgendwas kommt, weil ansonsten würden die ja diese Bombenminendinger da nicht hinstecken. Aber ich möchte jetzt ja auch nicht auf Risiko hier dazwischen durchspringen und dann kommt am Ende nichts, so wie gerade beim ersten Sprung. Deswegen lassen wir das einfach. Was haben wir hier? Tankreihen 1 bis 3, Betankungsturm und Bahngleis. Hier ist zu. Ah, wir können rollern. Und wir haben wieder Dampf. Weiß nicht, was macht denn er? Können wir hier direkt reinspringen? Ja. So. Ja, wir könnten zwar prinzipiell jetzt auch nach unten klettern. Ah, ich wollte gerade springen. Okay, es ist Zeit hier hochzugehen. So, mit dir hier hoch. Dann können wir gleich hier rüber springen. Das war ganz schön knapp. Und hier rüber. Wir lassen es jetzt da runter zu gucken. Infiltriere die Station. Machen wir. Rein mit dir. Wir sind auf jeden Fall nicht allein. Schlafender Slick. Das ist ein schlafender Slick. Mach nicht zu viel Krach, sonst wächst du ihn auf. Ja, als würde ich das nicht wissen. Tausendmal an den Viechern vorbeigeschlichen. Jetzt kommt ein Tipp. Ach ja. Wir lassen das. Ich werde die nie wieder fesseln und also erst ausrauben, dann fesseln. Weil ganz ehrlich, es ist ein Glücksspiel, ob es klappt oder nicht. Leere Flasche. Was war da drin? Wer hat die gefeiert? Warum wurdest du nicht eingeladen? Egal, immerhin kann man sowas recyceln. Mula haben wir bekommen. Keine Ahnung, was es ist. Achso, das ist Geld. Entschuldigung, man sollte sich vielleicht auch mal das Icon daneben anschauen. Noch ein Mülleimer. Klebeband und leere Flasche. Such dir ein Versteck, um dich vor dem Slick zu verbergen. Ja, würde mir was einfallen. Die Frage ist, das hier wieder derselbe Tipp? Drücke doppelt, genau. Das ist das, was mir einfach die ganze Zeit schon aus Versehen passiert ist, dass ich immer doppelt drücke, weil ich ein absolut hektischer, ungeduldiger Mensch bin. Ist die Frage, wie weit kommen wir denn? Eigentlich müssten wir ja idealerweise bis hierhin. Damit er auch wirklich an uns vorbeiläuft. Ich höre schon wieder die nächsten Schnarchen. Naja, zum Glück ist er relativ langsam. So, wir können hoch oder runter. Hoch geht's nicht wirklich, also drücken wir natürlich nach unten. Es blinkt ja auch schön auf für uns. Das Ding ist aber gerade noch auf gelb, aber sobald wir näher kommen, wird es wahrscheinlich gleich auf rot umspringen.
Nämlich genau jetzt. Yep. So, wir müssen mal gucken. Er ist nur bis hierher gelaufen. Das heißt, wir müssen hier in so ein Ding rein. Lea, na, du sollst ja auch reingehen. Jetzt habe ich nur einmal gedrückt. Ne? Wenn es dann hektisch wird, kriege ich es nicht auf die Reihe. Es ist der Wahnsinn. Aber das gefällt mir aktuell schon ein bisschen mehr. So mit ein bisschen Verstecke spielen. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Und hoch mit dir. Oh, und dann schauen wir mal, was uns auf der Etage 1 weiter unten erwartet. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.